Eine komplette Staffel voll. Und tatsächlich habe ich das, habe ich Arcane lange aufgeschoben. Ist immer wieder mal in meinen Netflix-Recommendations aufgeploppt und ich dachte mir so, nach dem Fiasko mit Cowboy Bebop, mit der Live-Adaptation, nee, weniger. Weniger Bock. Da bin ich halt auch echt kritisch. Es haut halt nicht oft hin, dass, ja. Ich glaube, das Thema hatte ich schon mal. Muss ich jetzt nicht weiter ausweiten. Es haut echt nicht oft so hin, wie sich diese Leute vorgestellt haben. Deswegen war ich da wirklich am Anfang sehr kritisch. Ich muss sagen, meine Ängste konnten sich da nicht bestätigen. Es ist, ja, das ist mega geworden. Und du brauchst halt auch null Vorwissen. Ich hab über LOL wusste ich praktisch nichts, als ich in die Serie eingestiegen bin. Und es läuft. Von Visuals bis zur kompletten Serie, über die Musik, zur Story, alles top, ey. Und der nächste in der Runde ist dann, tja, Cyberpunk Edgerunners. Auch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Musikalisch einwandfrei. Visuell nicht ganz so komplex wie Arcane. Aber alles in allem auch geil. Ich weiß immer noch nicht direkt, ob ich jetzt ein Arcane Review machen soll. Würde ich nämlich gern machen. Hab's aber noch nie getan und ja, wäre mal was Neues. Aber genau deswegen wäre es halt auch einmal als Sache, das zu machen. Eben weil ich das noch nicht gemacht habe. Nur Silber. Silberlöffel hier. Oblivion, ja Mann. Pirates of Oblivion. Ach, Zeit wird's, dass mal Sky Oblivion rauskommt. Sky Oblivion. Sieht ja auch mega aus und ich. Und da stecken ja auch unzählige Stunden Arbeit drin. Ich hoffe dabei echt, dass Bethesda seine Community entsprechend würdigt, weil wie viele Leute sich da einbringen, einfach weil sie Fans von dem ganzen, von der ganzen Welt sind. Und das ist quasi für lau. Bethesda schon wirklich einen Stein im Brett haben. Bei denen. Das
Sie hat zum Glück nicht das, dieses... Wie dieses Gehabe von Nintendo, die halt oft einfach so Sachen entfernen lassen, weil sie sagen, das ist unser IP. Ich meine, wie mit diversen Pokémon-Games von Fans schon geschehen. Die werden dann schon eingestampft und, tja. Da kommen sich viele Leute als Fans dann auch ziemlich verarscht vor, würde ich sagen. Leute da ihre ganze Zeit und Lebensenergie und Motivation reinstecken, um was Schönes zu basteln für andere und tja. Das halt einfach nicht gewürdigt wird von solchen Companies hier. Uff, wird er nicht abstürzen? Dann finde ich das eigentlich schon ziemlich traurig. Bleib weg, Skelett. Ich frage mich halt immer, why? Also, es ist ja quasi eine Zelebrierung. Von dem Franchise für kostenlos. Das machen die Fans ja nicht aus Ärger über eine Company oder weil sie denen eins reinbücken wollen, sondern weil sie wirklich Fans davon sind. Dann wird so schon gesagt, ihr dürft kein Geld damit verdienen. Oder noch schlimmer, alles Geld, jeden Penny, den ihr reingesteckt habt, kriegt dann die Hauptcompany und dann verstehe ich auch viele Fans, die sagen, wenn dabei nicht ein Cent rumkommt, obwohl von mir so viel Herzblut reingeflossen ist, dann ziehe ich selber den Stecker. Ja, durchaus nachvollziehbar. Alter, diese Hänger dauernd dazwischen hier. Das ist auch nicht üblich. Da muss ich demnächst auch mal wieder updaten. Ist ja nicht so, als ob ich nicht gestern erst geupdatet hätte. Oh. Na, wir kloppen uns hier erstmal fröhlich durch. In der Steinbeißer AG. Kann man auch schon mal zuziehen. Noch weitere Metallvorkommen, damit wir mit den
Metallspitzhacken bis Hacken. Hacken. Metallspitzhacken ein bisschen schneller vorankommen. Wäre auch mal so ein Plan. Gut, es ist schon wieder 7 Uhr. Der Boost und B-Tag ist so rapid-fire-mäßig vergangen. Da mal reingegraben. Ne. Nichts mehr. Ja, ich meine, wir kommen immerhin fix voran. Könnte noch ein Spur zackiger sein, aber... Ja. Was ja ein wenig eintönig ist, aber... Das gehört halt so zu Minecraft. La, 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 la. Keine Ahnung, wir bräuchten halt auch irgendwie mal wieder so eine richtig große Let's Player Community, die halt Spezialisten für alles hat. Willst du deinen Ton verbessern oder brauchst du irgendwie Hilfe? Tontechnik, was weiß ich denn? Ist dafür ein Ansprechpartner? Du willst dich über Videotechnik informieren oder so? Oder gibt es dafür jemanden, der sich auskennt? Keine Ahnung. Streaming. Jeder, der irgendwie seine Expertise einbringen kann. Du brauchst irgendwie einen Avatar gezeichnet. Von sowas träume ich eigentlich. So eine Let's Player Community. Community. Wo dir einfach geholfen wird, wenn du Fragen hast. Oh, Sonnenaufgang. Arsch. Und immerhin hat mir anscheinend nicht einmal einen Lebenspunkt weggeballert, aber... Aber das Loch in der Landschaft sieht nicht schön. Na, schnell mal zugemacht hier. Diese verdammten Creeper, ey. Die können es echt nicht lassen. Celestial winds from the east. Da oben spinnt eine Kuh rum. Naja, eigentlich könnte man da dann auch wieder zuziehen, aber da müssen wir uns erst Steine holen. Haben wir markiert. Eigentlich können wir uns die Fackeln hier auch wieder einsammeln. Ich finde es nicht super, wenn die Fackeln hier in der Gegend rumflacken. Es wirkt immer ein bisschen unästhetisch.